Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen eine Runde mal Freeze Mage und gucken mal, ob wir was reißen können. Ich habe jetzt mal die neue Legendary reingepackt, die ja 7 Mana kostet und den ersten Zauber auf 0 Mana setzt. Und mal schauen, ob wir die sinnvoll im Freeze Mage einsetzen können, weil eigentlich darf man nur jede Karte quasi einmal im Deck haben. Ihr habt es so gewollt. Und außerdem bin ich auch nicht wirklich gut mit Freeze Mage, also schauen wir einfach mal, ob ich irgendwas reißen kann oder nicht. Die Hand ist schon mal etwas dürftig. Naja, wenigstens was zum Ziehen. Immerhin was zum Ziehen. Ein frohes Aber die Winterhaus Chance, dass ich wünsche verliere, ich ist euch. ziemlich groß, da ich echt Angenehmes Freeze Mage Winterhausfest. vor einem halben Jahr aber mal gespielt habe. Fehlt das aber auch eine Art von Control-Deck, dann habe ich vielleicht eine Chance. Okay. Kaufen oder verkaufen? Ich will auf jeden Fall, ich würde jetzt zwar lieber den Beutehamster spielen, aber ich denke, dass ich vielleicht lieber On Curve spiele. Geheimnisse ziehen alle fleißig, auch interessant. Bei der nächsten Runde kann ich ja einen Beutehamster und Ping machen. Oder auch nicht, wenn man natürlich genug Glück hat, dann nicht. Okay. Der tötet mir jetzt. Achso, geht ja nicht. Ha, geht ja nicht. So. Machen wir es mal so. Er wird natürlich jetzt versuchen, Druck zu machen ohne Ende. Oh. Das ist jetzt schon eher nervig. Ich könnte jetzt natürlich den schmeißen, aber eventuell den Siphon hat er vielleicht noch nicht. Ich glaube, ich versuch's mal so. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach die Eislanze schmeißen können, aber eigentlich will ich die ja noch sinnvoll verwenden. Er zieht. Tja, was macht er jetzt? Okay, cool. Wir sind also den doch nicht losgeworden. Ah, ja, zu viele Handkarten gehabt. Okay, perfekt. Wir sind den Riesen los und haben nichts, womit wir ziehen können. Das ist auch schön. Es steht wenigstens schon mal der Eisblock. Das ist ja ganz gut. Interessant. Ich habe aber auch keinen Card Draw gerade. Was natürlich dem Ganzen hier nicht zuträglich ist. Das ist ganz schlecht. Kein Card Draw ist natürlich super uncool jetzt. Naja, wir machen mal so. Ein bisschen Zeit haben wir. Bin auch nicht ewig. Frag mich, ob er Classic Handlock spielt. Ich muss aber was spielen. Okay. Warum kein Card Draw? Fuck off. Fuck off. Ping ihn mal weiter. Hilf ihm quasi ein bisschen. Okay. Weiß ja nicht, ob er Reno Jackson vielleicht spielt. Könnte auch ein Reno Jackson Deck ansonsten sein. So, irgendwie so eine Mischung aus Reno und Handlock. Ja, sieht so aus, sonst nimmt man den Knaben ja eigentlich nicht unbedingt rein.
Wird also ein Reno haben, voraussichtlich. 4, 8, 11 kann er mir machen. Dann kann ich erstmal weiter pingen, wahrscheinlich. 10, 13, 13 könnte ich ihn in einem Zug machen. Ich könnte es auch einfach, ich spiele es einfach mal Alex Straße. Man könnte eventuell Siphon machen. Genau. Man geht natürlich weiter, Face, ist klar. Oh, jetzt könnten wir uns selbst pingen. Das wäre auch ganz gut hier. Jetzt hat er ja auch keinen Siphon mehr. Das machen wir doch einfach mal. Ah ja, sehr schön. Können wir auch nochmal ziehen dann. Wenn ich jetzt noch einen Service entziehen würde, wäre ganz gut. Mal überlegen. Könnt ihr aber einfach mal setzen. Hat der dürfte nicht so viele Möglichkeiten haben. Ich meine, er könnte natürlich. Okay, gut. Dann kann ich wenigstens nochmal zwei Karten ziehen. Das ist okay. Sehr schön. Jetzt kriegen wir endlich mal ein bisschen Nachschub. Aha. Immer noch kein Saurusen. Sehr tragisch. So, nächstes wird's. Okay, also kann ich den für 7, 10. Könnte ich den auch spielen? Könnte ich ihm 13, 17, ein Schaden würde mir fehlen oder was? Das ist ja bitter. Hier machen wir jetzt einfach mal so. Und pingen ihn einfach mal. Kann ich nochmal siphon? Oh nein! Es ist doch ein Witz, ey. Diese verdammte Ratte. Das kann nicht wahr sein. Oh. Das kann nicht wahr sein. Und Shadow Flame? Oh, diese Karte, das ist echt mies. Okay, jetzt. Hier auf den. Okay. Und. Oh, okay. Kriegt weiter Rabatt. Wie viel können wir jetzt machen? 12, 15. Ah. 15 ist zu wenig, oder? Können die machen 6, 9, 12, 13. Nicht cool. Okay, wir ziehen also weiter Karten. Wie viel können wir jetzt machen? 12. War nicht genug, so viel sicher. Er wird sich ja eh heilen können, ja, ist das große Problem. Ich will nicht, dass er meinen Eisberg aufpoppen kann. Was soll ich nur tun? Das ist nicht gut. Ich ziehe aber auch leider keine Taurus hin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich benutze jetzt einfach mal einen der Feuerbälle. Unterwegs jetzt mal sich motiviert fühlt, seinen Allen Reno zu spielen, den er bestimmt schon hat. Obwohl, er hat ja alles doppelt eigentlich. Oder hat er schon was doppelt geschnellt? Also habe ich alles nur einmal gespielt. Naja, er hätte eine zweidrittel Chance schon, Reno zu haben. Der kommt jetzt bestimmt Reno. Wir werden reich sein. Natürlich. Mein Schild für Argus. Das ist nicht schön. Ich ziehe aber auch nicht meinen Thorazon. Was auch nicht schön ist. Toll. Flammenschuss nützt mir jetzt überhaupt nichts mehr. 10.
Also ich könnte eben machen 10 diese Runde und dann 6, 9, das ist nochmal 7, 11, 11, 17, ach, super ärgerlich. Ich bin einfach nicht hier. Den Soros. Den hätte ich wirklich gut gebrauchen können. Und ich überlebe wahrscheinlich auch nicht länger. Na egal, wir hauen jetzt mal den Büroschlag rein. Ist halt echt traurig, dass die Ratte halt den jetzt ziehen konnte. Hätte die den nicht ziehen können, dann hätten wir wahrscheinlich gewonnen. So war es natürlich extrem ärgerlich jetzt. Na, er wird sich jetzt natürlich heilen, ist klar. Wenn ich jetzt noch Service entziehen könnte, wenigstens. G8, extra Leben werden mir jetzt nicht mehr viel nützen, wahrscheinlich. Aber wir hauen jetzt einfach mal weiter drauf. Sein Feld ist ja jetzt auch zu, das heißt, also, er wird höchstens sein eigenes Monster nochmal töten. Was durchaus möglich wäre. Okay, aber wenigstens stirbt er nicht in diesem Zug. Hat er 15 leider. Aber das reicht aber nicht. Ich kann ihn jetzt machen. 3, 7, 11. Dann frisst halt jetzt alle ein. Hat jetzt auch noch eingefroren, das ist gut. Das ist sehr gut. Gut gespielt. So, naja, kann jetzt sein, dass er jetzt natürlich einfach Leroy Jenkins spielt. Ja, natürlich. Warum sollten auch Reno-Decks nicht perfekt gezogen haben, wenn sie einmal mal spielen? Lächerlich mal wieder. Ja, super. Also die Kombination aus allen drei Karten hat ihm geholfen, jetzt zu gewinnen. Die Ratte, Reno und Leroy. Gut, dass er auch alle davon gezogen hat. Wäre ja echt schade gewesen, wenn er irgendeinen davon nicht gezogen hätte. Ich mach mal so, ich will eigentlich alles mit Cardraw ziehen. Also an sich wäre die Karte ganz gut gewesen, aber diese Dirty Red hat natürlich alles ruiniert, leider. Ach, sind jetzt schon bei den Agro-Schamanen angekommen, herrlich. Ich befürchte, es ist immer noch kein Freeze-Match-Matter, aber mal gucken. Ich schmeiß ihn einfach. Oh. Und wieder die nächste perfekte Hand. Das macht wieder ganz viel Spaß heute beim Spielen. Ganz viel Spaß. Mit den Schild spare ich mir jetzt erstmal 5 Schaden. Das ist sicher ganz gut wäre hier. Also kann ich dann noch ein bisschen was spielen. Dann haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ziehe ich nochmal 2. Nächste Runde versuche ich dann mal sein Board zu killen. Okay. Geht natürlich wieder Face, wie immer. Das ist das Einzige, was sie meistens alle können.
Okay, in diesem Fall könnte ich jetzt eigentlich auch das Totem einfach töten. Ich habe eh zu viele Handkarten eigentlich. Also töten wir das Tote und kriegt gleich noch ein bisschen Tempo. Vielleicht. Da wenigstens ein paar Überlebensmechanismen. Dann wird er bestimmt traden. Oh, den Sport hat er. Ne, er geht Face. Geht immer Face. Okay, das ist gut für mich. Und er beendet seinen Zug. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich muss also was spielen. Was soll ich nur tun? Was machen wir? Ach, dann clearen wir die jetzt einfach weg erstmal. Wahrscheinlich würde jetzt echt so eine 5-5er schmeißen mit starkem Rabatt. Nicht schön. Nicht schön. Lass die Schmerzen sprechen. Das war's. Aha, die haben wir jetzt auch mal wieder. Aber diese Runde sieht besonders toll aus, da er gleich am Anfang das Flammen zum Totem hatte. Krieger, folgt dem Ofen. Oh, ja, der Golem. Okay. Okay. So, können wir ihn denn irgendwie langsam mal ärgern? Ich glaube nicht. Ich kann jetzt aber meinen Doomsayer schmeißen. Wir hoffen, dass das was wird. Das Ende naht! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Mehr Schmerz. Okay. Er hat bestimmt einen Hex oder sowas, da würde ich mal ganz sicher von ausgehen. Ich niemand verpfeifen. Ergebt euch der Macht. Oh, dass die mir diese Ratte haben müssen, das kann doch nicht wahr sein. Diese olle Ratte, so nervig. Hex, natürlich. Natürlich. Was sonst? Ach, ei. Wow, jetzt haut aber wirklich alles raus. Das ist vielleicht sogar ganz gut für mich diesmal. Oh, sehr schön. Ich habe also noch eine Chance jetzt. Zweiter Versuch. Jetzt habe ich nur noch 7 Karten, das heißt, jetzt kann ich also runterziehen. Das hat er ja wirklich mal maximalen Outcome bewiesen. Na, ah, hat er jetzt noch einen Hex oder was anderes? Das wäre natürlich nicht so schön. Ich habe noch keinen Eisblock, was auch ein bisschen schade ist. Okay, sehr schön. So, dann machen wir jetzt erstmal Druck. Indem wir ihn jetzt erstmal runterhauen hier. Könnte ich vielleicht auch noch gewinnen die Runde. Das wäre ja was. Okay.
Okay. Jetzt hofft er wahrscheinlich auf das Sporttotem. Hat aber nicht bekommen. Das ist schön. Das heißt, wir gewinnen mit dem Pyroschlag. Und haben wenigstens mal diese Runde gewonnen. Das ohne den Eisblock benutzen zu müssen, auch ganz gut. Bei solchen. Eigentlich ist ja Grease-Match ganz gut bei solchen orientierten Matches. Ich bin nicht ganz sicher, ob der. Also, ich habe bestimmt irgendwo einen Fehler gemacht im letzten Spiel, aber ich glaube auch, dass der Reno-Lock ganz schön ein Schwein hatte mit seinem Draw, wie immer. Gut, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal und ich versuche mit Freeze-Match besser zu werden. Also dann, liebe Leute, ciao!